So, einen wunderschönen liebe Zuckermannschaft. Wir sind wieder zurück in der Wüste. Und wir haben heute viel vor. Wir müssen Dinge tun. Und wir gehen in den Angriff. Nicht zugewiesener Agent. Okay. Du kommst hierhin. Oder wir schicken dich zu den Fremen. Um da mal ein bisschen Hallo zu sagen. Nee, Anti-Spionage. Nicht, dass die bei uns was machen, ne? So, ihr seid da. Dann geh du mal dahin. Machen wir die mal schnell platt. Sehr gut, die sind jetzt auch alle schön im Nahkampf. Kümmere dich mal um den. Alle erstmal auf einen. Dann dauert der Kampf nicht so lang. Perfekt, dann kriegen wir hier erstmal schön Hegemonie. Und können hier ein Rekrutierungsbüro machen. I like it. So, Baukosten sind ja auch jetzt reduziert. Ich würde sagen, wir bauen ein bisschen was. Kurze Pause. Lass uns überlegen. Flugplatz würde ich sagen, ja. Kann man mal machen. Denn das ist schon ziemlich weit weg. Hoffentlich klappt das so, wie ich mir das denke. Hier bauen wir Rekrutierung, weil wir kriegen ja einen Bonus da drauf. Dann müssen wir uns hier umkümmern. Du gehst dahin und guckst mal, was da drin ist. So, theoretisch müssen wir das hier auch einnehmen. Einfach darum. Von der Einnehmlichkeit. Das Ding wurde dort, glaube ich, schon mal angegriffen. Bin mir nicht sicher. Ist noch irgendwo, wo was nicht so krass ausgebaut ist? Hier. Nee, ist auch ausgebaut. Hä. Ist auch ausgebaut. Ja, da haben wir schon ausgebaut eine Menge. Gut, dann bauen wir hier auch aus. Ein Flugplatz. Weil es so weit unten ist. Dann kann man schnell von A nach B. Eigentlich wäre hier ein Flugplatz besser. Und schwere Miliz. Ja, Miliz ist auch da. Perfekt. Hier haben wir noch weitere Leute zum Angreifen. Perfekt. Würde ich sogar hier hinpacken. Was ist los? Wurm entdeckt. Okay, alles klar. Kein Problem. Du bist fertig. Abschließen. Da kriegen wir Spice, ist in Ordnung.
Das haben wir auch gleich geschafft. Du kannst wieder arbeiten. Das Ding ist gleich fertig. Perfekt. Im Transit, perfekt. Was packen wir hier hin? Infrastruktur? Kann man mal machen. Hier gibt es nur zwei. Das bedeutet perfekt. Wir werden da jetzt hingehen, das da auch einnehmen, weil hier gibt es Geld und wir können da Wasser machen. Bei Windstärke 6, das gibt viel Wasser. Ich schick dich wieder los. So. Und da wollte ich das da machen. Einfach mal gucken, was passiert. Ob wir jeweils das und das da kriegen. Wenn ja, wäre es interessant. Wenn nicht. Nee. So, lass mich überlegen. Vielleicht noch zwei Vergifter? Sollte kein Problem sein. Du gehst schon mal nach da hinten. Und die Sniper kümmern sich um die. Nice. Dann gibt es hier nochmal einen schönen Boost an Geld und an Wasser. Und wir können die Fremen auf den Sack gehen. Hier wird es auch nochmal einen Geldboost geben, aber das später. So, Kampf im Laufen. Aha! Was denn hier los? Alles kriegen meine Leute hin. So, kriegen wir wieder Spicy Spice. Ja, müssen wir immer noch so lassen, weil wir brauchen 1800 fast. Was zur Hölle? Wird immer kranker. Wie soll man das denn bitte schön irgendwann bewältigen? Das ist ja insane! So, laufender Kampf. Haben wir ja geschafft. Perfekt. Okay. Wurm entdeckt, das Übliche, kennt man ja. Hier würde ich bei Silo? Lohnt sich das? Eigentlich nicht, aber mache ich trotzdem. Weil das ist ja hierfür auch noch gedacht. Dann können wir hier nochmal ein Upgrade machen. Was willst du? Spice für Einfluss? Brauche ich Einfluss? Eigentlich nicht. Könnte auch Aufklärung kriegen. Ach,
komm, mache ich Aufklärung, dann hole ich mir noch was. Irgendwas. Ausrüstungssabotage, ja komm. So, fertig. Gut, hier machen wir Geld. Und Miliz, weil wir sind ja schon an deren... an deren Grenze. Wäre gut, wenn da ein bisschen Verteidigung ist. Bräuchten wir vielleicht hier Manpower. Habe ich schon? Ja, habe ich schon. Dann mache ich hier auch nochmal Man. Nee, kann ich nicht. Wir haben schon alles fertig gebaut. Oh, hier zweimal Manpower wäre nice, aber klappt nicht. Dann bauen wir hier Plastahl. Plastahl. Machen wir Plastahl, why not? So, wenn hier Geld fertig ist, können wir da auch noch weitermachen. So, aber. Was ist das? War da schon immer mal was? Was ist da? Eigentlich habe ich schon alles gemacht und hier ist ein Wurm entdeckt worden, schon wieder. Immer diese Würmer. Das ist das nächste, was gleich fertig ist in 3 Tagen. Perfekt. Dann kriegen die Omnicopter auch eine Lebensberechtigung. Hegemonieproduktion aus eingerichteten Spice-Steuern. What? Verstehe ich nicht. Aber mehr Crew wäre, glaube ich, nicht schlecht. Lassen wir es erstmal durchlaufen. Hier ist ein Wurm. Ja, Bau abgeschlossen. Perfekt. Ich habe man gar keinen Bonus gekriegt. Überhaupt gar keinen. Ja, gut, ne? Na, ich wieder Scheiße gebaut, ne? Weil ich beim nächsten Mal Bescheid. So ein Scheiß, ohne Witz. Aber egal. Wir haben jetzt Manpower. Dadurch. So, euch wollte ich doch, glaube ich, nach da unten schicken. So. Kann ich hier eigentlich Stress machen bei denen? I don't think so. Aber hier wird erstmal schön Wasser produziert. Hello? Nee, kein Spice-Silo. Wasser. Geht doch. Hier ist schon wieder ein Fragezeichen. Warum kommen hier Fragezeichen? Die waren davor noch nicht da. Hier müsste ich einen Typen abdingsen. Ah ja, das war jetzt das war das Problem. Ach, da unten ist meine andere Armee. Ja, gehen wir mal in den Krieg. What do you want? Aha, alle klar. Kann wieder eingesetzt werden. Fertig untersucht. Noch irgendwas?
weil ich es mir so sniggern kann. Das da nehme ich noch mit. Und werde ich ein bisschen die Fremen hier ein bisschen, ne, zerlegen. Wir werden auf jeden Fall erstmal das da kaputt machen. Das geht ja schnell. Warum auch immer die übelst was abbekommen haben, ich habe keine Ahnung. Ich möchte es gerne für mich haben. Warum hat der übelst einen abgekriegt? Verstehe ich nicht. Aber ist egal. Ist jetzt unsers. So, dann können wir hier wieder runterschrauben. Wir haben genug Spice auf Lager jetzt. Eindorf rebelliert. Bau neue Gebäude. Ja, krieg ich hin. Neue Gebäude? Mal kurz Pause. Hier könnte ich doch einen Flugplatz machen. Und schon habe ich ein Gebäude. Easy. So, was habe ich hier gebaut? Wasser. Dann würde ich hier auch nochmal ein Gebäude bauen. Und zwar Verteidigung. Dann habe ich safe schon mal fertig. Ich höre Menschen marschieren. Da sind sie. Was will er mit seinen Eseln? Da soll er nur ankommen mit seinen komischen Eseln. Hat er keine Chance. Oh, ist gleich hier seine Base. Das ist natürlich schlecht. Ich glaube, da sind versteckte Einheiten dabei, oder? Ja. Natürlich sind da welche dabei. Ah, das hat er nicht gedacht, ne? Ui! Da kommen Bomben. Na, hätte er nicht gedacht, ne? Meine Stealth-Einheiten hier. Was willst du von mir? Sie will Geld, Dings, da. Ne, kannst du knicken. Einsatz gegen mich, oh. Kein Problem, das wird wegignoriert. Man sieht's, macht mir gar nichts, weil wir in der Nähe der Stadt sind. Aber was man hier machen kann, ist noch weiter ausbauen.
Bin mir nicht sicher, aber ein Flugplatz wäre bestimmt cool. Weil dann könnte ich die Leute von hier nach da schicken, nach oben schicken. Lass mir jetzt mal. Na, ist auch schwierig. Weil hier ist ja das Hauptgebäude von denen. Und das schießt natürlich. Was ich machen könnte, statt einnehmen, befreien, wäre eine Möglichkeit. Oder wir gehen unten langer, sobald wir hier reinkommen. Ah, nee, guck mal hier, was die da haben. Wie lange sind die noch aktiv? 16 Tage. Da müssen wir wohl 16 Tage warten. Da müssen wir wohl 16 Tage warten. Aha, ein Bazar ist da geöffnet worden. Schwarzmarkt, okay. Wir holen uns ein bisschen Spice gratis ab. So, was haben wir hier? Wir kriegen. Würde ich sogar nehmen. Dann würde ich das da gerne hier drauf packen, dass wir Geld von denen kriegen. Dann machen wir hier noch eine Untergrundzelle rein, was auch immer das bedeutet. Und dann hätten wir wieder was und können wieder neue Sachen machen. Ich würde eine Rebellion gerne nehmen, ja. Und ja, Abwurf, dass wir ein bisschen Unterstützung kriegen. Und hier ist schon wieder ein verkackter Wurm unterwegs. Hier sind schon wieder Sachen aufgetaucht. So, Einsatz entdeckt. Ja, das war ich. Was ist mit dir passiert? While captured. Warum wurde jemand von mir gecaptured? Ach so, ja. Da haben wir kein Dings. Ich würde natürlich all deinen Plachstahl gerne nehmen. Dafür kriegst du Geld. Du magst Geld. Dann nehmen wir noch ein Forschungsabkommen. Und du kriegst Geld und du müsstest Spice haben. Du kriegst natürlich eine Menge Geld. Ich hab Geld. Da, mach mal. So, und wer hat jetzt meinen Agenten? Na, sie hat meinen Agenten, war ja klar. All dein Plastahl. Und dafür kriegst du Geld. Da. Der Fuchs kauft sich ein. Was wurde abgelehnt? Er nehme ein paar Informationen von dir, so 100 Stück. 200. Dafür kriegst du Geld. Alter, das ist eine Menge Geld. Kannst du knicken? So. Sieht's aus? Ja, das hat er gemocht, okay. Dann haben wir hier Forschung. Dein Plastahl habe ich schon. Dann gib mir dein Spice. Für Geld. So, und du hast meinen Agenten? Zu Bach-Un.
die mein Agent hat, ey. Du Ratte. Ich gebe doch nicht mal ganz Geld. Kriegst ein bisschen Weiß. Oder ich gebe ihr davon was. Ist nicht so... okay. 100. Bisschen Geld. Da würde mich 900 kosten. Und Forschungsabkommen kommen. Gib mir mein Agent zurück. Abgelehnt. How is Arrakis treating you? Das bringt ja gar nichts. Das bringt ein bisschen was. Für ein Tausender? Komm, hier, Handel. Gib mir meinen Agent zurück. Yes, ich habe einen neuen Agenten. Dann kommt der Agent dahin. Wie kann die denn meinen Agenten nehmen, wenn ich zwei Gegenspionage-Dinger habe? Was stimmt mit ihr nicht? Schon dafür müsste ich ihr eine reinhauen. Geht ja mal gar nicht. Das Ding hat geklappt. Das bedeutet, die machen jetzt eigentlich übelst. Ja, ja, guck mal hier. Da geht was. So. Hier würde ich Verteidigung aufbauen wollen. Hier natürlich Miliz. Glasstahl, Brennstoff. Und was noch? Gegnerischer Einsatz entdeckt, ja. Nützt nichts. Ich bin hier safe. Wie die es immer wieder versuchen. Und ein Wurm wurde schon wieder. Diese Würmer, ohne Witz. Zum Kacken. So, da nehmen wir mit. Das Ding ist auffällig. Das weiß ich. So, was gibt's hier? Da sehe ich mich. Bis jetzt habe ich... Alter, wir haben so viel Geld. Ich sag ja, Geld regiert die Welt, ne? Mit Geld kann man sich halt alles kaufen. Man kann sich damit halt das Leben schön kaufen. So, Brennstoff machen wir hier gerade. Perfekt, weil wir haben nur noch 4 Brennstoff. Aufzug erkannt, das ist kein Problem. Denn ich denke, dass unsere Leute das schaffen sollten. Ha. Ja, wir haben noch hier eine Artillerie. Eine Arti haben wir ja hier noch. Ich würde schon fast sagen, dass wir denn das da mal reingehen sollten. Für ein bisschen mehr Angriffskraft. Da, guck mal hier. Guck mal, wie schnell down die gehen. Easy.
Kein Problem. Passt. Du kannst wieder losziehen. Da weiß ich. Okay. Manpower. Wir bräuchten wieder. Eigentlich müssen wir das hier einnehmen und da machen wir dann Manpower, Wasser und sonstiges. Machen wir. Ich hoffe nicht, dass die jetzt hier durch die Wüste ziehen. Wäre dumm, weil dann werden die instant sterben. Aber was mir hier fehlt, ist, dass man Wegpunkte setzen kann. Da ich zum Beispiel hier mit Shift-Rechtsklick und dann Shift-Rechtsklick hier, dass die erst hier hinziehen und dann dahin ziehen. Das fehlt mir hier im Spiel. Weil dann könnte man das evaden. Also umlaufen. Weil die Leute hier, guck. Das meine ich. Weil die gehen jetzt hier durch die Wüste und erleiden dadurch übelst Wassermangel. Und das nicht zu knapp. Und da ist ein bisschen Kacke. Ah, jetzt geht's ja wieder. Aber trotzdem, das muss, das wäre cool, wenn die das reinpatchen würden. Wie gesagt, das Spiel ist ja noch im Early Access. Deswegen, vielleicht hat man ja Glück und was kommt. Aha, das war klug von denen. Das war klug. Jetzt kriege ich halt Rohstoffmangel, wenn ich hier am Wandern bin. Aber wir sind ja schon wieder draußen. Perfekt. So, aber ich würde trotzdem sagen, machen wir erstmal hier einen Halt. Und hier würde ich wieder hochgehen, dass wir unser Lager schnell füllen, bis wir das Ding fertig haben. Hier ist alles gut. Hier kann ich noch ein paar Dinge bauen. Wie ein Flugplatz. Davor nie Flugplätze gebaut. Jetzt kommen Flugplätze. Ah, Flugplatz. Wir brauchen mehr Manpower. Manpower. Da. Manpower hier hin. Hier wird schon Manpower vielleicht produziert, denn wenn das da eingenommen ist, werden wir da auch Manpower reinböllern. Hegemonie. Das da weg und dafür Manpower? Nein. Wir machen hier Manpower erstmal. Guck mal, wir kriegen sogar Unterstützung von unserer Base hier. Finde ich gut. Das ist richtig gut. Dann kann ich auch sagen, dass wir erstmal auf die hier gehen. Weil die sind ja schon im Nahkampf. Weil Fernkämpfer im Nahkampf sind Opfer. Ja? Immer schön merken. Fernkämpfer im Nahkampf sind Opfer. Die machen so gut wie kaum Schaden. Also sollte man drauf achten, dass man die denn das macht. Ja. Glück gehabt. Glück gehabt! So, Einsatz ist. Ja, warum nicht? Mm,
Könnte ich hier einen Streik ausrufen? Hier, dann gibt es da erstmal schön Stress. Dann müssen die natürlich ihre ganzen Truppen jetzt nach da verziehen und ich könnte Dinge tun. Gibt es hier noch irgendwo was, wo wir... Da würden wir Spice kriegen. Hier kriegen wir noch Forschung. Finde ich gut. Nehme ich. Haben wir das schon? Ja, haben wir. Das ging ja schnell. Ich wollte hier... Wasser. Hallo, Wasser. Kein Silo. Wasser. Wasser! Danke. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann würde ich mich sogar jetzt gerne hierhin bewegen. Und dann die Dinger hier einnehmen, die... So, wir haben auch neue Typen kennengelernt. Ja, nee, ist egal. Jetzt haben wir wieder genug. Das bedeutet, wir können wieder in Geld gehen. Ist da irgendwas passiert? Ja, wir kriegen besseres... das ist nice. Gut, dass wir jetzt umgeswitcht haben auf Geld machen. Richtig gut. Wir haben so viel Geld, wir können mit Geld um uns schmeißen. Richtig gut. Plastahl haben wir schon. Was könnten wir hier noch bauen? Das da. Dann sind unsere Leute stärker. Ah, dann müssen wir uns kümmern, unser Upkeep halt. Sandwurm entdeckt. Widerlich. Mit diese Würmer. Was wird denn danach geforscht? Das da. Dass wir mehr Milizen haben. Perfekt. Wenn das fertig ist, würde ich sogar sagen, dahin ist klar, wegen mehr Angriffskraft. Flugplatzreichweite weiß ich nicht. Erstmal kurz Pause. Das würde ich vielleicht noch sagen, dass wir mehr ernten. Aber erstmal noch nicht. Erstmal ist das gut. Denn das, das gibt mehr Plünderung. Schaden gegen Miliz. Na, nee, ich weiß nicht. Also plündern, ich bin nicht so, der gerne auf Plündertour geht. Ich weiß nicht, plündern bräuchten wir gar nicht. Ich würde als drittes sagen, das da. Erstmal schön in Verteidigung gehen, dass wir safe sind. Dann gehen wir weiter auf Angriff. Und dann hier unsere Crew von den Wurmmachern da, Spice-Macher. Aber überall sind drei drin, oder? 45. In Transit. In Transit. 43, 45. Ach, das sind, weil da die Maden über die fliegen. Okay, alles klar. Du kannst auch wieder arbeiten. Was könnte ich denn hier reinbauen? Plastahl. Wir brauchen ein bisschen Plastahl. Oder Upkeep.
Haben wir schon. Dann würde ich safe sagen, wie viel hast du? 2, lohnt sich nicht. Dann sag ich Plastahl. Dass wir hier einen guten Plus haben am Plastahl. Jetzt brauchen wir Manpower auf jeden Fall. Die nächsten Dinger gehen in Manpower rein. Hier. Da Rekrutierung. Machen wir das da auch ein bisschen mehr. Und dann reiten wir mal hier hin und sagen da mal Hallo. Mit unserem kleinen Eingreiftrupp. Sieht's hier aus. Und da haben wir das. Und da würde ich vielleicht nochmal irgendwas reinknallen. Das da und dann haben wir voll. Ah, wir hätten echt hier das Militärding wegnehmen müssen, aber ha, da machst du nichts. Gegnerischer Agent entkommen. Okay. Ein gefangen genommener Agent ist mir entkommen. Aha. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wer, aber wenn ihr meint. Wir könnten hier noch einen Typen reinsetzen oder hier. Würde mir Manpower geben. Aber was bringt mir das gegen Spionage? Tägliche Chance, einen Gegner gefangen zu nehmen. Chance, Agenten gefangen zu nehmen, wenn ein Gegner. Okay. Kann man erstmal so lassen, würde ich sagen. Dann machen wir hier sowas nochmal. Den Gegner ein bisschen ärgern. Aber was ist eigentlich damit passiert? Sandwurm entdeckt. Moment. Ja, ja. E haben wir auch entdeckt. Da müssen wir aber jemanden reinschicken, damit das funktioniert. Ressourcenproduktion. Ja, das, so viel wird hier nicht produziert. So, du kannst wieder. Kannst wieder los. Ich habe hier noch irgendwas. Ich würde sagen. Gratis-Rekrutierung wäre cool. Können wir wieder so einen harten Knochen uns nehmen. So, was jetzt hier passiert? Hier ist nichts passiert. Haben sie geschafft. Machen wir gleich nochmal. Und dann gucken wir mal. Macht sie fertig. Da kommen schon die ersten Kanonen geflogen. Und der Supermörser. Da müssen wir aufpassen.
Es sieht gut aus mit unseren Leuten, glaube ich. Wir versuchen es mal einzunehmen. Es wird gerade nicht eingenommen, oder? Nee. Weil da diese Mistmaden noch drin sind. Rennen! So, er muss erstmal wieder nach Hause. Meine Fresse. Lass die doch in Ruhe. Oh, jetzt kommen sie alle wieder an. Nö, nö, nö. Okay. Rückzug. War ein Versuch. War ein Versuch. War ein guter Versuch. So, kurze Handelsanfrage. Verpiss dich. Kurze Pause. So, was ist passiert? In der Zwischenzeit, wo wir Spaß hatten. Wollen wir das? Erstmal ja. Dann packen wir es wieder nach oben. Dass wir an die 2000 rankommen. Belagertes Dorf. Ups. Können wir da schnell hinfliegen? Scheiße! Was? Hier auch belagert? Was passiert hier? Als ob. Oh no. Egal, ich schaff's vielleicht hier noch drüben. Ah, die befreien es, dann haben wir kein Wasser mehr. Natürlich geht hier das nicht. Weil da kein Flugplatz ist. Und ich habe noch überlegt, soll ich da Miliz reinpacken? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, nö, brauchen wir nicht. Boah, ist das zum Kotzen. Und ich war immer so gut zu denen. Was stimmt mit dir nicht? Ja, schönen Dank auch. Toll, muss ich das erstmal wieder einnehmen, ey. Mann!
So ein Scheiß. Das dauert doch wieder ewig, bis ich das alles wieder aufgebaut habe. Heuning Wasserextraktor, der hat mir so viel Wasser gegeben. So, was kann ich hier machen? Verteidigung. Ist sonst noch irgendwas passiert? Einsatz gegen dich. Ja, toll. Einsatz gegen... Als ob der Penner jetzt hier gegen mich Dinge macht. Wieso? Ich habe den Dinge gegeben. Ich war immer gut zu ihm. Und jetzt pisst er mir gegen die Wand. Was stimmt mit dir nicht? Ist das alles er? Lol. Ach, deswegen. Guck mal hier. Das alles gehört ihm. Den gehört die halbe Welt. Alles klar. Verstehe. Ach nee, nicht ganz. Hä? Verstehe ich nicht. Den gehört doch nicht die halbe Welt. Hä? Aber warum? Hatte immer nur vereinzelte kleine Dinge hier. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß nur, dass er ein mieser kleiner Pisser ist. So, Pause. Wir bauen... Und einen Flugplatz, dass wir da oben schnell hinkommen. Wann dürfen wir da hin? Dauert ein bisschen. Oh, ist das mies. Diese miesen Pisser, ey. Richtige miese Aslaks. So, wir nehmen Aufklärung. Spice haben wir ja genug. Sind wir fleißig am Produzieren. Okay, jetzt gerade nicht. Ja, aber ich würde sagen, machen wir auch hier Feierabend. Dann sage ich mal hier, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.